Untersuchungen, Diagnosen, Behandlungen – das ist der Alltag in deutschen Krankenhäusern. Auch im ökumenischen Heinig-Klinikum, dem ÖHK. Was aber macht dieses Klinikum so besonders? Der Tag beginnt. Mitten im Herzen Deutschlands, in der thüringischen Stadt Mühlhausen, befindet sich eine denkmalgeschützte Park- und Villenanlage. Erbaut wurde sie 1912 als preußische Landesheil- und Pflegeanstalt Pfafferode. Heute ist sie der Hauptstandort der größten Nervenklinik Mitteldeutschlands. Aber auch an weiteren Standorten bieten zum Klinikum gehörende Tageskliniken und Ambulanzen psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlungen an. Für Patientinnen und Patienten hat das den Vorteil, dass sie in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und durch ein fachärztlich geleitetes, multiprofessionelles Team behandelt werden können. Für eine stationäre Behandlung kommen die Erkrankten nach Mühlhausen, Ortsteil Pfafferode. Liebevoll nennen die Mitarbeitenden ihr Klinikum Pfaffi. Für mich ist Pfaffi mittlerweile ja auch meine Familie geworden. Ich bin Pfaffianer. Ich liebe das Gelände, ich liebe meine Arbeit, ich liebe mein Team. Ich würde mir keinen anderen Beruf aussuchen wollen, als den, den ich jetzt mache. Während die Stationsleiterin den neuen Tag plant, sind die ersten Patientinnen und Patienten mit der Physiotherapeutin beim Frühsport. In der zentralen Aufnahmestation findet die morgendliche Übergabe statt. Die Teamkollegen der Nachtschicht informieren den Oberarzt über einen eingelieferten Patienten. So, Herr Stößel, erzählen Sie mal. Es kam auch eine 97-jährige Patientin aus dem Pflegeheim, akuter Verwirrtheitszustand bei exacerbierter Demenz, hat sich dort halt aggressiv gezeigt. Ja, als das größte psychiatrische Krankenhaus in Thüringen sind wir sicherlich diejenigen, die das umfangreichste Ausbildungsangebot anbieten können, beziehungsweise auch die komplette Ausbildung vom Beginn bis zur Facharztprüfung anbieten, sowohl den psychiatrischen als auch den psychotherapeutischen Teil. Und bedingt durch die Größe können wir auch verschiedene Spezialisierungen vorhalten, die also kleinere psychiatrische Krankenhäuser in der Form sicherlich nicht vorhalten können. Also ich meine, mit Fug und Recht behaupten zu können, auch zurückblickend auf 23 Berufsjahre, dass wir uns hinter keiner anderen psychiatrischen Klinik verstecken müssen. Janina Meissner macht ihre Facharztausbildung zur Psychiaterin am ÖHK und absolviert jeweils ein Jahr in einem anderen Bereich des Klinikums. Also ich bin gestartet hier in der Abteilung für affektive Störungen, habe da Patienten betreut, bin dann in den suchtmedizinischen Bereich und jetzt zuletzt in den gerontopsychiatrischen Bereich. Ja, vor allem gefällt mir hier, dass es so eine kollegiale, schöne Zusammenarbeit ist, auch mit den Fachärzten. Ich fühle mich so super betreut und man hat eher so immer das Gefühl, dass man einfach auf Augenhöhe spricht. Das ÖHK ist akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena. Unter Studierenden ist es bundesweit als hervorragender Standort für Praktika, Kurse und Weiterbildung bekannt. Inzwischen kommen sogar Studentinnen und Studenten aus europäischen Nachbarländern zum ÖHK. Neben medizinischen Berufen werden unter anderem aber auch in den Bereichen Technik, IT, Küche und Gärtnerei Ausbildungen angeboten. Als psychiatrischer Maximalversorger bietet das Klinikum auf seinem Gelände alle Arbeitsbereiche einer modernen Nervenklinik. Um die vielen Abteilungen gut miteinander zu koordinieren, findet jede Woche ein Austausch zwischen Mitarbeitenden und Entscheidungstragenden statt. Alle wesentlichen Entscheidungen werden so unmittelbar und gemeinsam getroffen. Ganz wichtig für uns ist, dass wir als kirchlicher Träger nicht irgendwelchen Gesellschaftern verpflichtet sind, die Prozente erzielen wollen, also irgendeine Rendite am Ende des Jahres herauskommen muss unter Einsparung von Personal, sondern dass wir das wirklich, was wir erwirtschaften, das, was wir hier tun, auch wirklich wieder für die Patienten mit einsetzen können und verwenden können, unter einem christlichen Bild, Arbeitsbild, unter denen auch unsere Leitlinien
insgesamt stehen. Ganz wichtig dabei für mich immer auch der Gedanke, dass wir psychische Erkrankungen als etwas erleben, wo Kontakte verloren gehen, wo Beziehungen verloren gehen und dass wir deswegen eine Dienstgemeinschaft versuchen zu leben, die untereinander auch gut ist und so ein Vorbild bietet auch für die Patienten, an dem sie einfach auch sehen können, wie ein Umgang miteinander sich gestalten kann und daran auch ein Stück sich entwickeln und genesen können. Die Kinder, die sind bei uns 6 bis 8 Wochen. Und wir versuchen auch für jedes einzelne Kind den Behandlungsplan so zugeschneidert zu bekommen. Die Kinder und Jugendlichen sind gerne bei uns, weil sie bei uns mal nicht das schwarze Schaf sind. Ich sage immer, wir haben nur schwarze Schafe und dadurch fällt es gar nicht mehr auf. Und sie sehen sich auch nicht mehr als so anders, sondern sehen, dass die anderen Kinder und Jugendliche eben auch Probleme haben und nicht nur sie selber. Auf den Stationen finden vormittags zahlreiche Therapien statt. Janina Meissner leitet eine Gruppentherapie an. Bei 2 neuen Patienten werden nach der Aufnahme umgehend diagnostische Maßnahmen eingeleitet. Während einer Patientin Blut abgenommen wird, liegt eine andere Patientin im MRT. Das bildgebende Verfahren wird Teil der medizinischen Diagnostik der Psychiater und Neurologen. Schaut ja ein bisschen älter aus schon. Infarktläsion, eine Blutung können wir nicht sehen. Blutung haben wir ausgeschlossen. Wir doch noch Blutung ausgeschlossen. Wir haben Bildgebung, Computertomographie, 3-Tesla-Kernspintomographie rund um die Uhr, also auch in Akutphasen. Wir können Hirnstromkurve ableiten, Muskelmessungen, Farbduplexsonographie der hirnversorgenden Arterien und was auch für psychische Erkrankungen eine Rolle spielt, durch Nervenwasserdiagnostik können wir auch zum Beispiel Entzündungen nachweisen oder ausschließen. Willkommen im ÖHK, Sie sprechen mit Christiane Rogge, guten Tag. Das ÖHK ist im Bereich der Nervenheilkunde das größte Ausbildungszentrum Thüringens und einer der größten Arbeitgeber in Mühlhausen. Also wir haben auf jeden Fall klinikeigene Wohnungen auf dem Gelände, die Sie gerne auch nutzen können. Aber wenn Sie jetzt sich in Mühlhausen selber eine eigene Wohnung mieten möchten oder vielleicht sogar eine Immobilie erwerben wollen, ist das auf jeden Fall zu günstigen Preisen möglich. Und wie sieht es mit der Work-Life-Balance aus? Also wir haben ganz, ganz klar geregelte Arbeitszeiten hier am ÖHK, die man auch sehr flexibel gestalten kann. Ein pünktlicher Feierabend ist bei uns die Regel. Und für Fortbildung gibt es im Rahmen der Arbeitszeit ein ganz festes Fortbildungstagebudget, was Sie gerne in Anspruch nehmen können. Darf ich fragen, haben Sie Kinder? Ja, 1 ist 5, 1 ist 10. Was wir Ihnen anbieten können, ist, dass wir Sie bei der Suche nach einem Kindergartenplatz unterstützen. Und für Ihr schulpflichtiges Kind, da besteht die Möglichkeit, dass das hier an der Ferienbetreuung im ÖHK teilnimmt. Und die ist immer sehr, sehr abwechslungsreich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Viele Beschäftigte des ÖHK wohnen direkt in Mühlhausen. Die mittelalterliche Stadt ist ein architektonisches Kleinod und lohnendes Ziel für alle, die auf den Spuren von Bach und Münzer wandeln. Zahlreiche historische Bauwerke wie die begehbare Stadtmauer, die berühmte Marienkirche und die vielen Museen ziehen Touristen an. Auch viele Patientinnen und Patienten nutzen das reichhaltige Angebot und machen Ausflüge in die Stadt. Einen Arbeitsplatz fürs Leben hat, wie viele andere auch, Jens Baudach am ÖHK gefunden. Er hat hier nicht nur seine Ausbildung gemacht und viele Fortbildungen absolviert, sondern auch eine Karriere bis in eine Leitungsfunktion. Also ich habe hier meine Ausbildung gemacht, dadurch auch sehr viele Bereiche kennengelernt, angefangen von der Gerontopsychiatrie über die Akutpsychiatrie, Psychotherapie und forensische Therapie. Natürlich hat so ein großes Krankenhaus wie das ÖHK, es hat sehr viele Strukturen und auch sehr enge Strukturen, aber trotzdem stehen einem, wenn man will und wenn man auch den Mut hat und selber sagt, ich auch Ziele vor Augen hat und sämtliche Türen offen. Also man bekommt Möglichkeiten, man muss sie nur am Schopfe packen, ne? Man muss nur sagen, ich mach das, ich will das und auch einfach an der Sache dranbleiben. Dranbleiben und Mut haben, Hilfe zu suchen und anzunehmen, brauchen auch manche der Erkrankten. Meine Patienten sind in erster Linie drogenabhängige Patienten.
Die Patienten werden bei uns nicht abgestempelt. Es wird ihnen nicht vorgeworfen, dass sie wieder rückfällig geworden sind. Natürlich haben wir nicht nur Patienten, die immer wieder kommen zu uns, sondern wir haben auch Patienten, die nur einmalig da sind, wo wir im Nachhinein nach Jahren Postkarten kriegen, dass sie jetzt ein glückliches Leben angefangen haben, dass sie eine kleine Familie gegründet haben, dass sie sich jetzt Urlaube leisten können. Das sind schon Nachrichten von ehemaligen Patienten, die tun uns auch gut als Team. Sowohl die Angestellten wie auch Patientengruppen essen gemeinsam im Restaurant. Täglich stehen mehrere Essen zur Wahl. Gerne kommen auch Gäste in die Cafeteria. Das ÖHK ist auch Veranstaltungsort für verschiedene Tagungen und Fortbildungen, bei denen sich regelmäßig Kollegen aus ganz Deutschland zu aktuellen Fachthemen austauschen. Dadurch ist eine gute Verbindung zwischen klinischer und wissenschaftlicher Arbeit sichergestellt. Die umfassenden Möglichkeiten zu praxisbezogener Forschung vor Ort werden von Akademikern geschätzt. Die regionale Ferne zu Universitäten ist angesichts moderner Kommunikationstechnik nachrangig. Zudem wird die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter zum Wohle der Patienten erweitert und Fragestellungen der Versorgungsforschung bearbeitet. Während ein bundesweiter Fachkongress stattfindet, ist Herr Joswig auf dem Weg zum Gespräch mit einem Patienten. Ein wichtiger Teil der Therapie ist es, die Erkrankten wieder an einen normalen Alltag heranzuführen. Dazu gehört beispielsweise die Übernahme von Alltagsaufgaben und die Umsetzung einer Tagesstruktur. Als Ergotherapeutin nutzt Sandra Vilankolo-Hellbach die Möglichkeiten des Klinikums, um die Patientinnen und Patienten bei der Genesung zu unterstützen. Es macht mir Freude und ist für mich eine Motivation, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eine psychische Erkrankung haben. Es kann halt auch einfach jeden treffen, durch einen Schicksalsschlag oder einfach eine schwierige Lebenssituation. Man darf natürlich in diesem Bereich auch keine Berührungsängste haben. Wenn man irgendwelche Probleme hat oder es schwierig wird, hat man hier eigentlich wirklich immer ein sehr gutes Team, mit dem man zusammenarbeiten kann. Egal ob Arzt, Pfleger, Ergotherapeut oder Physiotherapeut, man kann sich super austauschen und das macht die Arbeit sehr leicht. Und das ist natürlich auch für den Patienten sehr wichtig. Im ÖHK arbeiten viele hochmotivierte Beschäftigte. Einer davon ist Jens Schramm. Ich liebe meinen Beruf, ich mache ihn sehr, sehr gerne und hoffe, dass ich auch bis zur Rente hier bleiben darf. Im Endeffekt bin ich hergekommen, weil es einer der größten, attraktivsten Arbeitgeber ist. Ich habe auch mehrere Male probiert, mich hier zu bewerben und bis es geklappt hat. Ich habe einen Festvertrag, Tarifbezahlung, Weiterbildungsmöglichkeiten, ich bin Praxisanleiter und mache demnächst auch noch ein duales Studium. Ich bin glücklich, ich möchte auch nicht wechseln. Das ist für mich mein Arbeitgeber Nummer eins. In den Nachmittagsstunden findet Sabrina Göken Zeit für ein Einzelgespräch mit einer Patientin. Für die Psychotherapeutin sind ausführliche Gespräche mit erkrankten Menschen ein wesentlicher Bestandteil von Diagnose und Therapie. Wasserflasche, Zigaretten lassen Sie hier. Ich bin tatsächlich extra für die Arbeit hier nach Mühlhausen gezogen und dann ja letztlich aus privaten Gründen auch hier geblieben. Mittlerweile ist es meine Wahlheimat geworden. Das, was die Arbeit hier auf der Station für mich ausmacht als Psychotherapeutin, ist, dass wir intensiv und im Team zusammenarbeiten können. Gerade bei der Behandlung von Angst- und Zwangspatienten ist das enorm wichtig und wir kriegen tatsächlich sehr, sehr viele Informationen über die Patienten. Das ist wirklich eine sehr lohnenswerte und auch dankenswerte Aufgabe. Die Klinik hat eine eigene Kirche, die Michaeliskirche. Ein großer Teil der Mitarbeiter ist konfessionell gebunden. Zu den Angeboten der Klinikseelsorge sind sowohl Patienten als auch Mitarbeiter willkommen. Seit Beginn ihres Berufslebens ist Martina Backhaus als Schwester am ÖHK. Sie engagiert sich außerdem im Arbeitskreis Geistliches Leben. Der Glaube spielt eine große Rolle hier in der Klinik. Das heißt, Patienten werden hier behandelt von klinischem Personal, das auch den Glauben trägt und auch den Glauben lebt und dem Patienten so gegenübersteht. Wir haben einen katholischen und einen evangelischen Seelsorger. Hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz
Oder viele Patienten gehen regelmäßig zum Gottesdienst und viele Patienten, die sind so überrascht und auch erstaunt darüber, was sie hier vorfinden. Und sie bleiben dann auch mal sitzen, manche Patienten bleiben auch draußen stehen, weil sie doch Berührungsängste haben. Die meisten schauen sich hier um und haben so ein kleines Aha-Erlebnis. Wow. Das Klinikum bemüht sich um alle, die Hilfe benötigen. So stellt das ÖHK Menschen, die langfristig Unterstützung und Hilfe brauchen und auf psychiatrische Behandlung angewiesen sind, Heimplätze zur Verfügung. Direkt neben der Klinikkirche ist ein Kindergarten. Für Angestellte, deren Kinder hier betreut werden, sind das kurze Wege. So auch für Sabrina Göken am Ende des Arbeitstages. Einen kurzen Weg haben auch die Patienten, wenn sie nach dem Ende der Therapie die beruhigende Natur rund um das Klinikum erkunden möchten. Die IT-Abteilung am ÖHK sorgt dafür, dass die umfangreichen Anforderungen zur Digitalisierung und Dokumentation zuverlässig erfüllt werden. Das, Martina, funktioniert die neue Anforderungsmaske? Ja, sehr gut. Kommen wir gut mit zurecht. Die Digitalisierung schreitet überall in allen Bereichen voran, auch im Krankenhaus. Es gibt viele Anforderungen von den Anwendern und man muss jetzt viel mehr prozessorientierter denken und auch die Stärken der IT eigentlich nutzen, das Wissen, dass man Dinge, Prozesse anguckt und sagt, wie kann man die mit IT-Unterstützung besser machen. Und dieses Verbesserung, die dann zu einer Arbeitserleichterung führt und dann auch dazu führt, dass dann eventuell oder hoffentlich mehr Zeit am Patienten am Ende übrig bleibt. Der Tag neigt sich dem Ende. Nach Therapie und Freizeitangeboten kehrt etwas Ruhe ein am ÖHK. Ökumenisches Heiligklinikum. Ja, guten Abend, hier ist der Rettungsdienst. Ja. Wir bekommen noch einen Zugang. Okay. Meister, hallo. Der Bereitschaftsdienst ist auch nachts für die Patienten da und nimmt Notfälle auf. Also es kommt noch ein uns bekannter Patient, 46 Jahre mit rezidivierender Depression, wahrscheinlich schwergradig und suizidal im Moment. Untersuchungen, Diagnosen, Behandlungen rund um die Uhr. Das ist der Alltag im ökumenischen Heinig-Klinikum mitten in Deutschland. Okay.